Julio Pérez Silva wurde am 15. Juli 1963 in Chile geboren. Seine Kindheit verbrachte er vor allem auf der Straße. Er galt als ruhig, schüchtern und introvertiert. Im Alter von 7 Jahren schlug sein Vater seinen Kopf gegen eine Wand, worauf der Junge sofort bewusstlos wurde. Die Mutter griff aus Angst nicht ein. In der Schule wurde er gemobbt, weil er sich die Schuluniform nicht leisten konnte. Die 8. Klasse schloss er erst mit 17 Jahren ab. Er begann im Fußballverein zu spielen und mit 22 Jahren heiratete er. Nach außen war er ein braver Ehemann und liebevoller Vater 2 Töchter. Doch wenn er getrunken hatte, litten seine Frau und seine Kinder unter seinen Gewaltausbrüchen. Als die Töchter älter wurden, stellten sie sich ihrem Vater regelmäßig in den Weg, wenn er ihre Mutter schlagen wollte. Die Ehe zerbrach und er begann im Laufe der Jahre mehrere Beziehungen, bis er eine Beziehung mit einer 14 Jahre älteren Frau anfing. Sie unterstützte ihn, indem sie ihm ein Auto kaufte. Er begann sich als Taxifahrer durchzuschlagen, jedoch ohne Lizenz. Am 17. September 1998 bot er einer 17-Jährigen an, sie für Sex gratis zu fahren. Sie ging darauf ein. Als sie anschließend versuchte, ihn zu bestehlen, erschlug er sie. Die Leiche legte er an einem Strand ab. Im November bot er einer 13-Jährigen die Mitfahrt an, bedrohte sie mit einem Messer, vergewaltigte sie und tötete das Mädchen. Die Leiche warf er in einen Canyon. Dann wurde es erstmal ruhig. Erst ab Februar 2000 begann er seine Mordserie weiterzuführen. Um nicht erkannt zu werden, färbte er sich regelmäßig die Haare, klebte sich falsche Bärte an und so weiter. Als schließlich ein Mordversuch scheiterte, erreichte die Polizei endlich einen Durchbruch. Im Oktober 2001 wurde Julio Pérez verhaftet. Er sah ein, dass Leugnen keinen Zweck hatte, so gestand er seine Taten, gab aber auch an, nicht zu wissen, warum er das alles getan habe. Am 26. Februar 2004 wurde Julio Pérez Silva wegen 14-fachen Mordes zu lebenslanger Haft ohne zeitliche Begrenzung verurteilt. Julio verlor den Kontakt zu seiner Familie. Seine eigenen Geschwister fürchteten Racheakte der Hinterbliebenen. Seit 2011 befindet er sich in einem Hochsicherheitsgefängnis. Zahlreiche Zellen neben ihm bleiben aus Sicherheitsgründen leer. Nachts wird er auf dem Gefängnishof in einem umfunktionierten Lieferwagen gesperrt, der streng bewacht wird. Das alles, um ihn vor Mitgefangenen zu schützen. Berichten zufolge zeigt er keine Gefühlsregungen und ist die meiste Zeit schweigsam. Er verbleibt in Haft.